Im Universum von The Elder Scrolls gibt es eine Macht, eine Kraft, die so stark ist, dass sie die Realität selbst verändern kann. Und das Interessanteste dabei ist, dass überhaupt nur die wenigsten wissen, dass es diese Macht gibt. Denn wenn du Morrowind, Skyrim oder halt auch Oblivion gespielt hast, stößt man über diese Macht nicht so schnell. Sie ist nämlich ziemlich tief versteckt in der Lore von The Elder Scrolls. Ich bin der Amimus und hier auf meinem Kanal dreht sich eben alles rund um The Elder Scrolls. Und heute erkläre ich euch alles um diese mysteriöse Macht, von der Bethesda eigentlich noch nicht will, dass wir Spieler etwas erfahren. Bevor wir anfangen, möchte ich noch mal ganz kurz was zu dem Musikkünstler Martin Egger sagen. Denn der hat nämlich für dieses Video seine Musik zur Verfügung gestellt. Checkt unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall mal seine Profile aus. Gerade seine Spotify-Playlist Fantasy Adventure ist ziemlich gut gelungen. Links unten in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Um die besagte Macht zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf das Universum von The Elder Scrolls werfen und auf das Magiesystem, was wir normalerweise auch in Spielen wie Skyrim anwenden können. Der Kosmos in The Elder Scrolls wird Aurbis genannt und ist die Gesamtheit aller Sphären und Ebenen, die wir halt aus den Spielen kennen. In der Aurbis befindet sich unter anderem das Reich Aetherius, die Reiche des Vergessens und auch die Ebene Mundus, wo wiederum die Sterblichen sich aufhalten, auf dem Planeten Nirn, genauer gesagt auf dem Kontinenten Tamriel. Wie die Aurbis entstanden ist und welche Geheimnisse noch sich in ihr verbergen, ist ein so komplexes Thema, dass ich das mal in einem anderen Video behandeln werde. Ihr müsst euch hier heute nur so viel merken. Der Gott Magnus hat eine zentrale Rolle dabei gespielt, dass die Ebene Mundus entstanden ist, also die Reiche der Sterblichen. Aber viel mehr noch, er ist dafür verantwortlich, dass es überhaupt auf Mundus Magie gibt. Als er sich nämlich aus dieser Ebene zurückzog, zerriss er einen Teil dieser und sorgte somit dafür, dass aus der Ebene Aetherius Magie nach Mundus sickern konnte. Diese kleinen Risse kann man tatsächlich auch noch heute sehen. Es handelt sich nämlich dabei um die Sterne, die wir am Nachthimmel sehen können. Wenn man also möchte, kann man sagen, dass die Sterne einen direkten Blick auf die Ebene Aetherius einem zulassen. Sternenlicht ist somit die direkte Quelle für Magie. Mit Magie ist man als Magier in der Lage, in der Welt durch Magicka Dinge zu verändern. Um es konkret zu sagen, Magie ist die Manipulation von Magicka, um die Realität in irgendeiner Weise direkt zu kontrollieren. Dieser Satz ist entscheidend wichtig, denn Magicka kann zwar in einer gewissen Art und Weise die Realität kontrollieren, allerdings diese nicht verändern. Merkt euch das, denn dieser Umstand wird jetzt gleich noch ziemlich wichtig werden. Stellt euch vor, die Aurbis wäre ein Lied oder eine Ansammlung von Liedern mit verschiedenen Tönen, verschiedenen Höhen und verschiedenen Melodien. Nehmen wir zum Beispiel an, du willst ein Feuer erzeugen. Mit Magicka würdest du das Lied der Aurbis so verändern, dass es auf natürliche Weise eine Note enthält, die Feuer bedeutet. Das erfordert logischerweise Anstrengungen und Energie, also Magicka wird verbraucht. Die mysteriöse Macht, von der ich rede, funktioniert komplett anders als Magicka und ist deswegen nicht im klassischen Sinne Magie, wie wir sie halt kennen aus Skyrim, Oblivion oder halt Morrowind. Die Methode, die diese Macht nutzt, ist eine gänzlich andere. Stellen wir uns wieder das Lied der Aurbis vor. Hier würde die besagte Macht gänzlich anders herangehen, als wir das tun mit klassischer Magie. Statt mit der Melodie mitzugehen, drückt diese Macht eine komplett neue Note in das Lied rein. Um bei dem Beispiel mit dem Feuer zu bleiben, Feuer entsteht nicht aus der Melodie, nicht aus dem Lied, sondern Feuer wird einfach in das Lied hinzugefügt. Die besagte Macht verändert also die Realität selbst. Doch was ist das jetzt für eine Kraft und wie heißt sie? Einige von euch, die bereits meine Videos seit längerem verfolgen, werden wahrscheinlich schon herausgehört haben, um welche Kraft es sich handelt. Es handelt sich um die sogenannte Lautmagie. Zu Recht ploppt jetzt bei dem einen oder anderen ein Fragezeichen auf. Denn das Konzept der Lautmagie ist nichts, was uns Bethesda auf dem Silbertablett serviert. Ganz im Gegenteil, es macht eher den Eindruck, als ob Bethesda versucht, diesen wichtigen Bestandteil der Lore von The Elder Scrolls zu vertuschen. Warum
Bethesda hier drum so ein großes Geheimnis macht, werde ich gleich noch klären, beziehungsweise ihr werdet verstehen mit Voranschreiten des Videos, warum Bethesda hier die ganze Sache ganz gerne geheim halten möchte. Was allerdings feststeht, ist der Umstand, dass die Lautmagie ziemlich fest in der Lore von The Elder Scrolls mit eingewoben ist. Sowohl in Morrowind, als aber auch in Oblivion und in Skyrim finden wir halt Anzeichen und Beweise für diese Art von Magie. Es gibt einzelne Notizen und halt auch einige Dialoge mit NPCs, die halt auf dieses Konzept schließen lassen. Jedoch werdet ihr in den Spielen kein Buch dazu finden oder kein Artikel von Bethesda, der halt näher Lautmagie erklärt. Alle Informationen, die ich hier heute euch vortrage, sind gesammelt worden von Fans, die ziemlich genau in den Spielen aufgepasst haben. Aber nun kommt erstmal ein richtiger Mindfuck. Tatsächlich sind wir als Drachenblut in Skyrim in der Lage, Lautmagie zu wirken. Denn auch bei dem Tomb, der Möglichkeit zu schreien, handelt es sich um Lautmagie. Während wir bei normalen Zaubersprüchen, um diese zu wirken, Magicka verbrauchen, ist es so, dass wenn wir einen Schrei absetzen, wir keinerlei Magicka verlieren. Wenn wir also unser Tomb in Skyrim nutzen, verändern wir ein Stück weit die Realität. Wir erschaffen nicht mit Hilfe des Lieds der Aubis etwas, nein, wir hauen eine Note in das Lied rein, indem wir schreien. Wir als Drachenblut nutzen somit eine der mächtigsten Kräfte überhaupt. Und das hat uns halt einfach nie irgendjemand erklärt. Zwar gibt es den Weg der Stimme und die Graubärte lernen um das Tomb, aber sie selbst scheinen nicht zu wissen, dass das Tomb halt auch nur ein Teil der sogenannten Lautmagie ist, die deutlich komplexer ist und mit der man deutlich mehr machen kann. Selbstverständlich gibt es ein Volk auf Tamriel, was sehr weit die Lautmagie studiert hat und diese auch praktisch angewandt hat. Und hier kommen wir zu den Dwemern. Wir alle kennen die verlassenen Ruinen und Anlagen der Dwemer und halt auch ihre Maschinen. Und dreimal dürft ihr raten, warum da unten noch die Zahnräder und halt auch die Maschinen sich noch bewegen, wenn Fremde in die Höhlen bzw. Ruinen eindringen. Richtig, wegen der Lautmagie. Die Dwemer waren dazu in der Lage, die Lautmagie weiterzuentwickeln in die sogenannte Lautarchitektur. Sie haben quasi die Lautmagie verwoben mit ihren technischen Apparaturen. Erst durch die Lautmagie waren sie überhaupt dazu in der Lage, so interessante und vielschichtige Apparaturen zu entwickeln, die nach Jahrtausenden immer noch leben und uns halt angreifen und die Ruinen eben verteidigen. Das Ganze ging dann so weit, dass die Dwemer sogar in der Lage dazu waren, eine Zeitmaschine zu bauen und somit in der Zeit zu reisen. Und ja, hierfür gibt es gesicherte Beweise. Jetzt wird es aber noch viel, viel, viel interessanter. Die Dwemer beherrschten die Lautkräfte nahezu vollständig und setzten sie im Bergbau, in der Medizin und natürlich auch in der Architektur ein, was ich ja gerade erklärt habe mit der Lautarchitektur. Aber halt auch in der Psychologie. So heißt es, dass die Dwemer die Lautkräfte einsetzen konnten, um schwächere Gemüter ihren Willen zu unterwerfen. Eine Art komplexe akustische Hypnose, wenn man so möchte. Mit dieser Hypnose ist es den Dwemern wahrscheinlich auch gelungen, die Falmer zu versklaven und diese umzuwandeln im Laufe der Zeit zu den Geschöpfen, denen wir ja heute in den Ruinen begegnen können. Bethesda macht um diese andere Art der Magie bewusst ein großes Geheimnis, denn sie erklärt, wohin die Dwemer verschwunden sind. Und das ist ja auch erstmal ein ziemlich logischer Schritt, denn in The Elder Scrolls 6 werden wir wahrscheinlich mehr zu dem Verschwinden der Dwemer erfahren. Der Umstand, dass die Lautmagie immer wieder beiläufig in vorangegangenen The Elder Scrolls Spielen erwähnt worden ist und halt auch zuletzt in The Elder Scrolls Online Beachtung gefunden hat, zeigt auf, dass Bethesda hier noch einiges mit dieser Art von Magie vorhat. Wenn du dich nicht bis The Elder Scrolls 6 gedulden möchtest, sondern jetzt wissen möchtest, was mit den Dwemern eigentlich passiert ist, klick dich hier in dieses Video. Bleibt gesund, bis dann, euer Amemus.